Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin die Zockerbraut, wir sind hier in Xhatasturm, wohlbehalten zurückgekehrt, dank unserem Freund Lester, der uns die Rune für Xhatasturm gegeben hat, dass wir uns jederzeit hierher porten können. Wo ist er denn überhaupt? Ah, da drüben. Ist wieder an seinem Tisch. Ja, es gibt viel zu tun, ne? Es ist die Hölle quasi über Corinnes hereingebrochen, als wir uns im Innental befanden haben. Eine dieser Höllenbestien, sage ich jetzt mal, dieser Fieslinge haben wir schon gesehen, das waren die Suchenden. Und zwar heißen die so, weil die nach uns suchen. Die wollen uns nämlich allesamt über den Jordan schicken. Und nicht nur das, gleich da drüben, also neben Lester, haben wir auch schon die nächste Bedrohung gesehen, den Drachensnapper. Die sind richtig böse. Also, Entschuldigung, Frosch im Hals. So, die Drachensnapper, die sind ja nur ein bisschen stärker als die normalen Snapper, die wir kannten. Sarkasmus, Sarkasmus, die sind richtig böse. Und mit unserer derzeitigen Ausrüstung sehe ich da, glaube ich, kein Licht. Schauen wir mal, lieber Xhatas, was du denn für uns hast, ne? Hey, you! Ich bin zurück aus dem Minental. Ich bin zurück aus dem Minental. Das wurde auch Zeit. Was hast du gesehen? Du hattest recht. Das Land wurde überschwemmt von einer ganzen Armee des Feindes. Orks belagern die Burg und Drachen haben ganze Landstriche verwüstet. Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie Corinnes angreifen. Was zur Hölle ist in der Zwischenzeit passiert? Lester sagte, du wolltest mich sofort sehen. Was zur Hölle ist in der Zwischenzeit hier passiert? Der Feind hat erfahren, wer du wirklich bist und dass du das Auge Innos in deinen Besitz bringen willst. Er hat die Bedrohung erkannt. Er sah sich gezwungen, aus seiner Deckung hervorzutreten und offen anzugreifen. Juhu. Das Versteckspiel hat ein Ende. Während gestern noch nicht klar war, wie der Angriff des Gegners aussehen würde, kann man es jetzt kaum noch übersehen. Mhm. Schön, danke, ne? Ich habe den Beweis für Lord Hagen. Ich habe endlich den Beweis, den Lord Hagen von mir verlangt hat. Was für ein Beweis ist das? Ich habe einen Brief von Garond, dem Kommandanten der Paladine im Minental, erhalten. Darin fordert er Verstärkung an. Das sollte diesen militanten Feldherrn überzeugen. Gut gemacht. Ja, schön, ne? Ich bin von Magiern in schwarzen Roben angegriffen worden. Machen wir das zuerst, bevor wir fragen, was der nächste Schritt ist. Ich bin von Magiern in schwarzen Roben angegriffen worden. Der Feind hat viele Gesichter. Die Suchenden sind eines davon. Sie sind die eigentlichen Drahtzieher des Feindes. Sie haben sich an den wichtigsten Orten in Stellung begeben und warten nur noch auf eine Gelegenheit, die Falle zuschnappen zu lassen. Geh ihnen aus dem Weg. Sie sind sehr mächtige, magische Wesen und werden versuchen, dich mit allen Mitteln aufzuhalten. Tja, und was ist dann der nächste Schritt? Was ist jetzt der nächste Schritt? Geh und bringe Lord Hagen den Brief von Garond, damit er dir den Zugang zum Auge Innos gewährt. Dann begib dich ins Kloster und sprich mit Pyroka. Er muss dir das Auge aushändigen. Es gibt nichts Wichtigeres, als das Artefakt in Sicherheit zu bringen. Geh jetzt, bevor es zu spät ist. Der Feind wird ebenfalls versuchen, sich dessen zu bemächtigen. Jo, das ist wohl wirklich so, ne? Na dann, tschüss. Und jetzt fängt das Elend nämlich an. Die Straßen von hier bis nach Corinnes Hauptstadt, ne, oder besser gesagt Hafenstadt, sind nämlich voll mit diesen Arschlöchern von Suchenden. Ja. Die werden einfach abgeballert. Also alles, was wir haben an Munition, Tränke, alles, das werden wir jetzt schön loswerden, fürchte ich. Du hättest mir auch gleich eine Rune für Corinnes, also für die Stadt geben können, ne, Xhatas? Das wäre eine Idee gewesen, ne? Ja. Ha, ha, ha. So, aber jetzt können wir noch das Schäfchen, das wir da immer am Leben gelassen haben. Naja, wobei, das ist halt das einzig Gute hier in dieser Gegend, ne? Ich meine, die Bastarde sind überall. Es ist alles voll mit diesen Kerlen. Ich bin mir auch gar nicht sicher bei dem kleinen Plätzchen, wo Lester mal war, ich traue mich da im Moment noch nicht hin. Wenn es nicht sein muss, gehe ich da noch nicht hin.
Sollen die Viecher spawnen, wie sie lustig sind, das ist mir momentan einerlei. Dafür treffen wir auf Vax. Alter. Lasst ihr meinen Freund deinen Frieden, ihr scheiß Viecher. Geh sterben, du Kackköter. Ich geh sterben. Ich geh sterben. So schaut's aus. Verdammt! Ja. Herzlich willkommen zurück. Nein, Spaß. So, da wird nichts geschnitten. Die Fails bleiben alle drin. Schließlich soll das Spiel ja auf euch nicht wirken, als wenn das jetzt einfach wäre, ne? Alter, was machen wir denn da? Der Arme, hoffentlich geht er nicht drauf, ey. Mit der Armbrust versuchen? Treffe ich da was? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Irgendwas habe ich jetzt getroffen. Au! Alter! Boah! Das geht so nicht. Laden? Wie willst du mit der Babyrüstung da vorwärts kommen? Magie! Magie! Ich hätte den kleinen... Nein! Was machst denn du da jetzt? Jetzt hat er wieder den Ladefehler gemacht, der Kerl da. Ich glaube, das müsste trotzdem noch gehen. Wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, yeah. Ich fürchte, das wird so nix. Ich habe Angst, dass der Typ da jetzt abnippelt. Was machen wir da? Wir haben einen kleinen Feuersturm, den kann ich mit 7, ne? Können wir den... Nein, auf den da. Hat's was gebracht? 4 noch. Bug. Mami, 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 hilf mir. Alter. Alter. Machst du jetzt mal den Wag hin? Ich lenk da eh schon den einen ab, ne? Wow, aua. Nein, das wird wieder nichts. Und laden. Wie stark sind denn die bitte? Das habe ich komplett vergessen. Wie habe ich das gemacht? Damals. Wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, wie habe ich das angestellt? Oh. Man kann da ja auch nicht wirklich was machen, ne? Jetzt rennt er mir nach, ne? Das Sautöle. Ich kann ihn nicht einfach so zuschauen. Ja, ja, ist schon gut. Weggefressen. Passt. Ist zur Kenntnis genommen, dass das nicht hinhaut. Ach, dieser Ladebug geht mir schon wieder auf die Nerven. Echt. So, muss ich mal umsetzen ein bisschen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, Drecksviecher hin und her. Es wird so nix. Aber der kriegt nicht mal Schaden, der Cavalon, der ist so gut. Ein Biss noch und ich bin hin, ne? Ich hätte so gerne die Punkte gehabt von dem Wagen, aber ich bin schon froh, wenn ich das Fell krieg. Ehrlich gesagt, wow, wow, wow. Ah, nix da. Nix bekommen, okay. Wow. Nein, ja, jetzt frisst er mich wieder weg, ne? Diese Scheißviecher, echt. Sowas Nerviges, unfassbar. Da
ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Aber es ist machbar. Alter, die sind stark alle. Das war der falsche. Das war das falsche Hunderl. Das ist ebenfalls das falsche Hunderl. Ja, und wegfressen, ne? Wieder. Kavalon, machst du auch mal was heute? Ach, scheiße. Na, das wird so nix. Was mache ich da jetzt? Den muss ich wahrscheinlich zuschauen, ne? Wie er die platt macht. Die vertragen auch was. Das ist ja alles abnormal. Was haben die da geraucht, die Leute? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ich kann nur noch mal versuchen, die Bild vorzuschwächen, indem ich wirklich noch mal den kleinen Feuersturm da probiere. So und so. 7. Wir hatten schon was abbekommen. Ja. So. Und den Berg versuchen fertig zu machen, ne? Ist das überhaupt der? Nein, oder? Ich sollte vielleicht doch lieber Ruhe geben, ne? Au! Ja, ja, das ist echt kacke. Oder ich muss abwarten. Abwarten ist vielleicht die bessere Strategie. Bis er die runtergeschwächt hat. Wieder eins von diesen Drecksviechern. Und dann einfach wegballern. So probieren vielleicht mal. Boah, ist das ätzend. Entschuldigung, muss ich echt mal so sagen. Dann können wir noch den Feuerball vielleicht. So, also ein 5er. Kavalon ist gesund. Dann müssen wir uns jetzt einen Wag aussuchen. Den da. Den schauen wir mal, wie er da Schaden drauf macht und dann putzen wir den weg. Wenn er unter der Hälfte ist, wegputzen einfach. Was soll man anders machen? Ich wüsste nichts. Batsch, batsch. Er hat halt auch keine gescheite Waffe, ne? Ich meine, was war das? Ein Wolfsmesser oder so? Ist ja auch lächerlich. Komm, ein bisschen noch. Auf ein Viertel vielleicht noch runter, dann ist der eine Wag weg. Sofern wir ihn treffen. Gleich ist soweit. Komm, du schaffst das. Noch ein bisschen. Bisschen noch. Noch ein bisschen. Gleich ist er hin. Und Opa darüber. Yeah! So. Dann den nächsten. 4. Mach mal hin. 4. Wow. Ein bisschen noch runterschwächen. Ja, und jetzt. Fuck. Yeah! Haha, so macht man das. Sehr schön. So wird das gemacht. So, was haben wir hier? Einen Bolzen. Dann haben wir hier einen Wag. Der wird gerade geröstet. Das gibt leckeres Wagfleisch, Kotelett, was weiß ich. Was haben wir hier drin? Nichts mehr. Gut, das habe ich eh schon mitgenommen. Brav. Holla, die Waldfee, ne? Ziehe ich jetzt aber nochmal, bevor der Loot verschwinden täte, tut, dass wir ganz traurig. Hallo, Kavalon. Ich war bei deiner Hütte im Minental, ja genau. Ich war bei deiner Hütte im Minental. Sie steht also noch immer. Hast du ihn gefunden? Wenn du deinen Beutel mit den Erzbrocken meinst. Ja, das habe ich. Du bist ein Fuchs, weißt du das? Hast du ihn bei dir? Ich gebe dir 100 Goldmünzen dafür. Soll man Arschloch sein? Bitte sehr. Sicher. Nicht. Großartig. Warum hast du ihn eigentlich liegen lassen? Konnte doch keiner ahnen, dass das Erz hier in Korinis so wertvoll ist. Für einen schnöden Erzbrocken hast du in der Strafkolonie damals doch noch nicht mal einen Platz zum Schlafen gekriegt. In der Hafenstadt schlagen sie dir fast den Schädel ein, wenn sie mitkriegen, dass du Erz dabei hast. Ich will hoffen, dass ich ihn bald wiederkriege. Hab ich dir doch gegeben. Gib mir die 100 Münzen und dann kriegst du das Gib Erz. Gib mir 100 bitte. Goldmünzen, dann gebe ich dir dein Erz zurück. Abgemacht. Hier hast du's. Du bist ein wahrer Freund. Besten Dank. Naja, was soll's.
Tschü. Ich bin halt ein guter Trottel. Alter, das war mal ein Tänzchen, oder? Bist du gescheit. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Circa in etwa. Und ich spüre es in meinem linken Hüftknochen, da vorne ist schon bald wieder der erste Suchende. Wirklich bei Rülps. Von diesen Deppen gibt es hier viel zu viele, leider. Ah, mir taugt es gerade voll Gas, dass wir so schön die beiden Wags abkassieren durften. Nicht nur das Fell, sondern auch die Erfahrungspunkte. Das war echt, das war toll. Ist er schon da? Guck. Nein, da ist noch niemand. Okay. Ich bilde mir ein. Ah, vor der Stadt. Gleich vor der Stadt, glaube ich, war einer. Ach so. Jetzt habe ich mich vom Feldräuber erschreckt. Lachnummer. So, Schnucki. Komm her. Nein, kein Feuer. Wir machen es auf die brutale Art. So, Bombe ist aber... Das ist halt auch nicht gerade Bombe, ne, oder? Du Scheiße! Ich wusste, dass er da ist. Ich hab's gewusst. Ich hab's euch gesagt, da ist einer. Ja, hin, ne? Du blöder Scheißkerl. Ja, hin. Gut. Feldräuber nicht machen. Einen großen Bogen machen. Gut. Da vorne gefährlich, nichts tun. Stehen lassen, bis wir die bessere Rüstung haben von Lee. Weil, oh Gott, so lieb ist man auch noch. Das ist echt Arbeit. Da lebend von A nach B irgendwie zu kommen. Wo rennst denn du hin? Ein Wolf. Ein Mistvieh weniger. Ups. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Wen denn bitte? Noch ein Wolf. Ich treffe den Wolf nicht mal. Und davon ist wieder der Suchende. Wenn ich Glück habe, kann ich ihn umgehen, wenn ich da hinten runterputzel. Darfst du ja eigentlich keinem erzählen, ne? Was ich da mache. Ruck. So. Fürchterlich. Das gehört noch hier hin. Bis hierher haben wir es ja schon mal geschafft. Okay, so, ich gerade erspeichert nicht. Normalerweise, wenn ich hier lang gehe, dürfte mir normal nichts passieren. Da ist noch einer. Alter! Zwei! Ja, schön. Der war schön. So. Hui. In der Stadt. Sehr schön. Ja, aber keine Sorge. Wir werden noch stärker. Braucht keine Angst haben. Diese Robenfuzis, die putzen wir schon noch weg, ich brauche keine Angst haben, das wird schon noch. Aber vorher brauchen wir unbedingt bessere Ausrüstung, sonst wären wir da. Sonst enden wir da wie auf einem Grill. Gut durch. Von hier hatte das nicht. Also es handelt sich um ein Steak, ne? Das ist doch alles. Ist Medium genau richtig. Also meine Geschmacksrichtung. So, tala. Servus, grüß euch, hallo. Hallo Haki. Geht es überhaupt noch aus? Mal klubschen? Nö, der Part wäre eigentlich zu Ende. Wartet mal. Tschü. Im nächsten Part reden wir den Typen an. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.